Herr Bürgermeister, nach all dem, was in den vergangenen 72 Stunden passiert ist, wie geht es jetzt weiter innerhalb der Sozialdemokratie? Naja, Sternstunde war das keine und von daher wird es sinnvoll sein, dass alle jetzt das Ergebnis akzeptieren und überlegen, was sie beitragen können, dass es gemeinsam positiv weitergeht. Es gab ja schon Evaluierungen. Was ist tatsächlich passiert? Welchen Wissensstand haben Sie? Ja, denselben, den Sie haben. Also die neue Vorsitzende der Wahlkommission hat heute ja eine Stellungnahme abgegeben im Rahmen einer Pressekonferenz, die Sie dankenswerterweise auch übertragen haben. Und von daher ist das der Wissensstand, den ich auch habe. Und sie hat klargelegt, dass das Ergebnis korrekt ist, das jetzt von der Wahlkommission vorgelegt worden ist. Und ich gehe davon aus, dass das von allen nicht nur akzeptiert wird, sondern auch unterstützt wird. Sie und Andreas Babler, ich glaube, Babler war ja mehr oder weniger Ihr Wunschkandidat. Wie zufrieden nach all dem Desaster sind Sie jetzt? Ja, ich bin ursprünglich eingetreten für die Parteivorsitzende Dr. Rendi Wagner, die sich, wie ich meine, Unterstützung verdient hätte, auch in den letzten 4 Jahren, weil sie ja auch von uns gewählt worden ist. Das ist ja leider versagt gewesen. Aber es ist richtig, dass Andreas Babler starke Unterstützung in der SPÖ Wien gefunden hat, vor allem auch im urbanen Raum, in vielen anderen Städten, nicht nur in Wien, sondern auch in den anderen Bundesländern und auch sehr stark von den jungen Menschen, von den Frauen, von den Gewerkschaftsfunktionären unterstützt worden ist. Für Häme ist natürlich kein Platz, aber trotzdem, was haben Sie sich im ersten Moment gedacht, als das bekannt geworden ist? Was alles möglich ist. Und von daher, im Fußball würde man sagen, der Ball ist rund. Und von daher ist es eine Entscheidung, die jetzt getroffen worden ist. Ich bin froh, dass es eine Entscheidung gibt und dass diese lange, sehr lange Phase der Instabilität, die ja Name und Adresse hat, jetzt beendet ist. Und von daher gehe ich davon aus, dass wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Aber dass Pamela Rendi-Wagner in irgendeiner Form wieder zurückkommen könnte, daran glauben Sie nicht, oder? Sehe ich nicht, aber ich finde es schade. Sie ist eine sehr moderne, beruflich erfolgreiche, engagierte, intelligente Frau. Und ich bedauere, dass sie aus der Politik ausgeschieden ist. Aber sie ist in einem Lebensalter, wo man vielleicht noch keinen abschließenden Bericht machen kann. Und von daher wünsche ich ihr auch, egal wo sie tätig ist, alles Gute und viel Erfolg. Und Sie werden jetzt auf Hans-Peter Doskozil treffen bei der Landeshauptleute-Konferenz. Haben Sie mit ihm schon telefoniert, gesprochen? Also seit der letzten Entscheidung nicht mehr. Ich verstehe, dass er da auch mit sich selber und mit seinen unmittelbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Reine kommen muss. Ich glaube, man sollte ihm da auch Zeit geben. Er hat ohnehin jetzt auch als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz viel Zusätzliches zu tun. Er ist ja auch Gastgeber heute und morgen bei der Landeshauptleutekonferenz. Also von daher werde ich ihn da sicher nicht zusätzlich noch bedrängen. Ich glaube, er muss da jetzt einmal die Zeit nutzen, auch für sich, und hat ja auch nebenbei einige andere Aufgaben zu lösen. Erholt sich die Partei von diesem Tiefschlag? Ja, selbstverständlich. Die Sozialdemokratie hat in ihrer Geschichte schon ganz andere Schwierigkeiten überwunden. Aber natürlich ist es eine unangenehme Situation. Aber ich bin überzeugt, dass wir sehr schnell mit dieser Situation wieder auf der Überholspur sind und zeigen, dass es vor allem um die Inhalte geht und dass Österreich ganz stark auch eine konsolidierte Sozialdemokratie benötigt. Es wird, wie ich meine, sehr bald Nationalratswahlen geben. Und darauf sollten wir uns vorbereiten. Es gab ja viele Stimmen, die gemeint haben, Hans-Peter Doskozil habe eine Art Blutspur innerhalb der Sozialdemokratie hinterlassen in den vergangenen Wochen, Monaten. Sehen Sie das ebenso? Na, ich würde mal meinen, nicht alle Querschüsse waren hilfreich und von daher hätte er sich wahrscheinlich vieles ersparen können, wenn es einen konstruktiveren Weg in den letzten Jahren, kann man sagen, gegeben hätte. Ja, das war Wiens Bürgermeister Ludwig zu den Entwicklungen innerhalb der Sozialdemokratie. Man merkt, es gibt auch Ohebolle noch in der Partei. Das war Karl Wendel aus dem Burgenland für OE24 TV.